Oh, jetzt gleich gucken wir mal, was wie die mit dem Alpha den BMWs drehen genau. Und so, ne? Willkommen bei Vergasertechnik, die Michele kommt herein. So, ihr Hübschen, da sind wir mal wieder. Heute mal wieder was anderes. Wir haben von einem so unserer kleinen Fiat Abarth die Vergaser ausgebaut. Deckelchen vielleicht. Ja, das Verziehen, den mache ich dir alles wieder frisch. Ja, genau. Ja, das muss ja auch, das Auge ist mit. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Kann der ja die Ergebnisse von uns mal kurz als Beispiel zeigen. Eine originale Anlage, 424, komplett restauriert und einsatzbereit. Carrera, 46er Drosselklappengröße. Sind nagelneue Vergaser, leider nicht in der Qualität, wie wir es uns wünschen. Daher werden die von uns komplett überarbeitet, neu aufgebaut. Lagerung in Messing-Bronzebuchsen, wie früher Original Weber gebaut hat. Das ist halt unser Qualitätssinn. Wir machen das von 40er bis 46er, wir machen Sonderaufgaben. Wir können die Vergaser als IDS-Variante für die Sondermodelle S umbauen. Was der Kunde wünscht. 356er Porsche, ganz seltene Zenit-Vergaser, werden auch wieder von uns komplett überarbeitet. Roberto ist halt ein richtiger Italiener. Das sind die alten Alpha-Motoren von der Bertone und Giulia. 1,3, 1,6, 1750, 2 Liter, was die als damals so gab. Hier können wir noch leckere Kaffeetassen und lecker Öl, haben wir schon bestellt. Kaufen wir gleich noch. Ja, beim Italiener musst du Olivenöl kaufen. So, hier ist in die Zentrale. Hier läuft der Online-Shop. Hier wird verkauft, Rechnungen geschrieben, Telefone angenommen. Einmal die Carola, einmal die Funda. Hi. Hier wird verpackt. Und ihr seht jetzt hier nur das Lager, was wir selbst produzieren. Alle Dichtungen werden von uns selbst geschnitten, damit wir die Qualität bieten, was wir uns vorstellen. Die verschiedenen Dichtungssätze, wo wir selbst erst nach Vorstellerhergaben, aber danach selbst noch kreieren, aus Erfahrung verbessern, dass wir wirklich alles drin haben, was man braucht. Hier ist eigentlich mehr oder weniger meine Annahme. Hier wird der Vergaser dann zerlegt bis ins kleinste Bauteil. Und danach kommt er zum Sandstrahlen, je nachdem Ultraschall reinigen, was man halt so benötigt. Das sind jetzt hier alles die Kundenvorbereitungen in die ganzen Kisten, wo wir für unsere Kunden im Endeffekt fertigen müssen. Da sieht man zum Beispiel hier ausgeschlagene Wellen. Katastrophe für jeden Vergaser. Ja. Das wird von uns komplett, auch wieder Firmenauftrag, komplett überarbeitet. Wir machen die kleinsten Vergaser auch für Feuerwehr-Tragspritzmaschinen. Das sind Fiat-Motoren, tausende Fiat-Fire-Motoren. Auch sowas, also auch kleine Vergaser. Wir sind nicht bloß für die großen Autos zuständig, auch vom Fiat 500 bis zum teuersten Ferrari. Es gibt auch Liebhaber, die kaufen, die meinen, die kaufen sich so ein Zeug in China oder sonst was. Gibt's ja alles. Auch Reproduktionen. Dann kannst du nicht davon ausgehen, dass du dann das Auto diesen Wert hält und genau. Dass du ja auch die Qualität bekommst. Ne? Ganz genau. Wir sind schon toll. Das ist zum Beispiel ein Umbau, ein IDS-Vergaser-Umbau mit Volllastanreicherung. Hat es nur für 2 Liter S-Motoren gegeben von 911er Porsche in die Baujahr 68 bis 72 in dem Bereich. Ja. Mittlerweile haben die Werte von weit über 200.000 Euro. Die Autos. Die S-Varianten. Ja, durch das, dass aber keine Vergaser mehr gibt, machen wir exklusiv für unsere Kunden den aus IDA-Vergaser bauen wir IDS-Vergaser mit allen Spezifikationen. Ja. Und wie du sagtest, dann mit diesen die Wellen, die bei Original genau. Aluminium laufen, die Originalen Wellen.
Hier sieht man dann die Bronzelager. Ja. Das wird alles von uns überarbeitet, weil original die leider im Alu gebohrt zu uns angeliefert werden. Ja. Auch wenn zum Beispiel eine Zwischengröße gefordert ist, sagte der Roberto eben zu uns. Ich sage jetzt mal, wenn es ein 40er Vergaser ist, aber der 45er ist zu groß, können die auch 42er. Machen wir 42er drauf, spindeln wir aus, machen wir Sonderanfertigung mit. Selbst die Drosselklappen fertigen wir selber. Dass jeder Wunsch erfüllt wird. Ja, perfekt. Ne? Ja, genau, geil. So sind die von uns zerlegt. Also bis ins kleinste Detail zerlegt. Nur so als Beispiel. Wir zerlegen nicht, wir bohren auch auf. Alle Kanäle werden perfekt gereinigt. Nur durch Aufbohren. Es gibt keine Maschine auf dieser Welt, die über drei Ecken reinigt. Deswegen blindstopfen, aufbohren. Und dann werden die danach wieder verschlossen. Service wieder neu verschlossen. Genau. Und nur so kann ich garantieren, dass auch nach dem Strahlen jeder Sand raus ist. Das ist das größte Problem von anderen Kunden, wo uns Vergaser bringen, wo gemacht worden sind, dass wir immer noch Sandrückstände rausholen. Weil das kann keiner reinigen. Die Luft ist auch nicht perfekt. Nee, nee, und du drückst ja auch dann dagegen, wenn ein Sackloch ist oder was. Kriegst du nicht unterspült. Ganz genau. Ja. Hier zum Beispiel, nagelneue Vergaser werden erstmal komplett von uns aufgearbeitet. Hier ist 356er Porsche gefragt. Wir werden diese Blindstopfen lösen und machen eine fünfte Bypassbohrung, damit man diesen Motor perfekt einstellen kann. Aber das sind Sachen, das muss uns der Motorbauer für was will er haben, ne, immer sagen. Der macht zum Beispiel nichts anderes wie nur Boxermotoren, hauptsächlich 911 und 356. Und das ist ein Großkunde von uns und den machen wir immer die Vergaser aufbauen, auch gleich nach Bedüstung, wie er es möchte. In der heutigen Zeit ist das schwer nachzuvollziehen, vielleicht für die jüngeren Jungs bei euch oder was, die Einspritzer mit allen Arten da und frei programmierbare Steuergeräten und so weiter. Aber das ist so ein komplexes Ding, so ein Vergaser, so ein kleiner Vergaser, das ist wirklich super. Und, Ein Stück kleines Technikwunder, muss man schon sagen. Wirklich. Aber jede Bohrung hat seinen Sinn und das ist verrückt. Hier ist zum Beispiel gleich für einen Kunden, der zwei Anlagen gebracht, Ford Fiesta MK1. Ah, nee, hat es damals Tuning-Sets gegeben und die bauen wir jetzt für den Kunden gleich wieder perfekt aus. Das war ein Brandschaden, der hat gebrannt. Okay. Da siehst du nichts mehr. Ja. Man hat nicht der Vergaser. Schau, und das sind die Teile dann dazu, wenn mir. Das ist doch der Registervergaser gewesen. Ja, original, genau. Und das ist Umbausatz, nochmal Leistungssteigerung. Original hat es denn kaufen können. Ja, als Register. Genau, jetzt zwei Doppelvergaser. Und dann haben die immer von 36D CNFA, weil original war der Vergaser in einem Talbot. Und dann haben die Nummer rausgemacht. Und dann ist das damals über, ich glaube, RS. Ah. Umrüstsatz war das irgendwie. Okay. Und das ist einer, der hat nur solche Autos. Wahnsinn. Da hat er noch zwei Sätze ergattert und die machen wir jetzt komplett. Und wir hatten auf dem Auto Bianchi, glaube ich, waren 32er. Genau, DMTR. DMTR, richtig. Und da haben wir vom Ford Fiesta, der war 34. 34er, da hast du schon die ersten drei WS gekitzelt. Da haben drei sind wir gestrunzt. Ja. Hier zum Beispiel eine Neuanlage, wird für ein Jaguar XK gebaut. Die haben wir jetzt erstmal zusammengeschraubt. Jetzt wird eine Konfiguration noch errechnet und gemacht aus unseren Erfahrungsdaten. Und dann geht es langsam an den Kunden. Wir kriegen halt mittlerweile auch viel wieder her, spezielle Anlagen, wo wir dann bauen können für Jaguar. Das sind die E-Type zum Beispiel, weil die SU-Vergaser auch nicht mehr alle so die Ersatzteile gut sind. Mhm. Und die meisten wollen doch die Doppelvergaser machen. Machst du auch SU-Vergaser? Grundsätzlich überholen wir alle Vergaser. Ich muss in Zustand sehen, ob welche Teile wir verfügbar haben. Wenn wir zum Beispiel Wellen fertigen müssen, ist immer die Frage, macht es Sinn beim SU-Vergaser? Übersteigen wir da nicht den Preis? Ja, weil ruckzuck sind mal 1.000 Euro auch weg und das ist dann irgendwann nicht mehr. Dann sage ich, wisst ihr was, baut auf Weber um, Ersatzteilgarantie die nächsten 30 Jahre locker und ihr habt immer eure Ruhe. Na, wie gesagt, bei Weber-Vergaser war es ja so, die ersten, das hatten wir aber schon, glaube ich, beim Abarth-Video gesagt. Das sind auch die Originalen von damals. Wenn ihr schaut, der Unterschied ist so, bei den alten Originalen stand oben noch drauf Made in Bologna und später dann stand dann Made in Spain, da wurden sie in Spanien produziert. Da kann bestimmt Roberto. Roberto, wie war das eigentlich? Die ersten Vergaser, die hatten ja, also die älteren Vergaser, sagen wir es so, die hatten ja oben immer draufstehen Made in Bologna. Genau. Und dann irgendwann mal stand da drauf Made in Spain. Wie kam die Geschichte? Wie ist das? Ist das dann aufgekauft worden von einer spanischen Firma oder wie war das dann? Also ursprünglich, wie gesagt, ist Made in Bologna. Dann hat es eine Übergangsphase gegeben, dann heißt es Made in Italy. Da wurde Weber schon in die 90er Jahre von Magneti Marelli übernommen. Ah, okay, wusste ich nicht. Von Magneti Marelli haben dann die Engländer sich das Monopol geholt. Webcon, Weber
und die Fertigung nach Spanien verlagert und seitdem steht immer Made in Spain drauf. Wichtig ist, Made in Spain ist immer noch original, qualitativ in Ordnung. Wir wollen es aber besser, deswegen bei uns der Hightech, was wir betreiben, um noch besser zu sein. Ja, klasse. Ne? Dass wir wieder mindestens auf dem Ursprung sind wie früher, beziehungsweise bei den Porsche-Anlagen, wie wir schon erklärt haben, sogar noch besser wie früher. Super. Hier bloß als Beispiel, zweimal Alfa Romeo, Anlieferungszustand, Endzustand, wenn wir sie ausliefern. Ja. Das sind Emotionen pur, was wir hier verkaufen. Ja, das ist absolut, ne? absolut. Das ist nichts für einen Otto Normalverbraucher, da braucht man Leidenschaft, es muss kitzeln. Umsatz. Jetzt sind wir bei mir in der kleinen Motorenabteilung, wo wir die Motoren für mich selbst, für die Alfa Romeo Sammlung herrichten, überholen, modifizieren. Und dass man immer genug Vorrat hat, ist immer einer parat für jedes Auto. Nicht zu vergessen, die Fiat Cinquecento. Fiat 500, leichtes Tuning für die Autos, muss drin sein, Fünfganggetriebe, ne, kleine 35 PS Motoren. Je nachdem, was wir wollen, vergrößerte Kubik bis 720 oder 780 Kubik. Erweiterungen, ja. Das ist so das Nebenbeispiel, was wir tun. Auch dann, wenn wir schon machen mit der heutigen Technik, solche Kupplungen, ne, bohren, je nachdem. Dann gehen wir in unsere Abteilung Neuvergaser, beziehungsweise neue Ansaugbrücken, beziehungsweise neue Isolatoren, wo wir selbst CNC fräsen. Das ist dann diese Abteilung hier von Ansaugbrücken für Abarth, für Alfa Sud, Renault Alpine, die großen Rallye-Variationen, ne? Porsche 356. Wir können ja das gar nicht alles aufzählen. Das ist alles katalogisiert, alles hat man auch nicht im Kopf. Und dann ist das der tägliche Bestand, was wir immer Vergaser auf Lager haben, in Neuware. Jeder Vergaser, wo wir ausliefern, wird nochmal angeschaut, wird nochmal teilweise bearbeitet, je nachdem, was zu machen ist, damit wir eine einwandfreie Funktion garantieren können. So schaut es natürlich aus, wenn der neue Vergaser, damit ihr auch sehen, weil es wird ja immer viel über die neuen gemault, laufen perfekt, machen Spaß und sind in einer 1600er Maschine drin, wo leicht modifiziert ist, was halt für die Straße noch zulässig ist, dass man noch Spaß hat. Hm. Ja, ist eigentlich mehr oder weniger auch für Track Day gut gedacht. Ja, aber geil. Ja? Und so ein TI, so ein originaler 1600er TI, sind nur 600 Stück von gebaut worden. Waren, glaube ich, ursprünglich für die italienische Polizei gebaut. Also schon gedacht, gedacht. Und so sieht der Motor, so sieht es halt aus in so einem Motorraum. Das waren die Motoren, die wir eben in der Motorenabteilung hinten gefilmt haben. Genau. Das ist halt ein ganz anderes Bild, finde ich. Ja, das ist... Kein Vergleich zu so einem neuen Plastik. China-Kram. Und wir reden auch nicht jetzt von einem neuen Motor, der ist jetzt in dem Auto das siebte Jahr drin. Und fährt im Jahr, fahren wir mit dem Auto bestimmt 5.000, 6.000 Kilometer und immer letzte Rille. Also das Auto ist nicht zum Spaß da. Man sieht, es ist auch überall ein bisschen Öl. Es wird bewegt. Es wird nicht geschont. Das ist reiner Spaßmacher. Hier mein neuestes Prunkstück, das habe ich mir jetzt mal aus Spaß so nebenbei gebaut. Fiat 500 in Giannini-Optik in einem matt-schwarz. War ein Versuch. Ich fand, das Ding ist rattenscharf geworden. Das ist mal ganz was anderes. Das hat nichts mit Originalität zu tun, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Auch Original ist ja nicht die Chromleiste, das wurde dann alles Giannini-Optik umgebaut. Naja, das wirkt halt mit dem Matsch nochmal richtig schön. Der ist noch 0 Kilometer. Rätselmesser hatten die nie, ne? Nee, da ist jetzt der 1750er Motor, wo wir vorne stehen gesehen haben. Der kommt jetzt dann in die in den normalen Kantenhauber rein, ins Scalino. Hier ist alles schon vorbereitet. Da ist zum Beispiel jetzt der Fall, weil ich natürlich aus dem Vergaser versuche, alles rauszuholen, wie es geht an meinen Motoren. Das sind gespindelte Vergaser auf 42. Ne? Die kommen jetzt auf den 1750er Motor, das funktioniert ganz gut. Klar hat man jetzt nicht die große Leistung mehr, aber es ist ein bisschen mehr. Nee, super. Ne? Und da wird er jetzt dann wieder eingepflanzt. Hier haben wir jetzt nochmal einen Nord-Motor. Das ist eine reine Rennmaschine. Das ist eigentlich unser Rennwagen fürs Geschäft, auf Deutsch gesagt. Aber den wollen wir jetzt wieder reaktivieren. Jetzt versuchen wir, das schaffen wir für heuer nicht mehr, weil wir haben einfach zu viel Arbeit. Aber dann für nächstes Jahr ist es wieder geplant, wieder historisch komplett einzusteigen.
Hier haben wir zum Beispiel ein Kundenauto, auch wieder so eine mega Geschichte. Viel Geld bezahlt, viel übers Ohr gehaut worden, falsche Zündung reingebaut. Wir haben jetzt die Vergaser mal überholt, das ist jetzt alles soweit einsatzfähig. Wir warten auf die nagelneue Zündung. Original keine 1, 2, 3, in dem Auto funktioniert das nicht so, wie es sein sollte. Und wenn dann die Zündung kommt, wird das ganze Auto komplettiert und wird erst einmal für den Kunden fahrbar gemacht. Dass er endlich mal nach Jahren sein Auto fahren kann und Spaß mit haben kann. Und nach dieser ganzen Aktion werden wir uns dann überlegen, ob man das Auto noch mal komplett restauriert oder ob er es so fahren will. Ja, das ist natürlich auch so ein Auto, wo... Ich mein, guck dir allein die Stühle an, also die Sitze an. Das ist ein Auto, du setzt dich da rein und du meinst, du bist im geilsten Wohnzimmer dieser Erde. Es ist schon was Besonderes auch. Und wir reden auch immer in einem gewissen Werterhalt, da wo sich eure Restauration immer lohnt. Ja. Wenn also es perfekt ist. Ja, ein sportliches Coupé. Ja. Auch die Farbkombination, richtig ist echt rattenscharf. Ja, ist es. War das die Farbe, die gab es original? Ja, war damals, wirklich original. Ja? Das ist Wahnsinn. Super. Hast du wirklich so ein Ding, was du bis auf die Autobahn und hast dann bei 3000 Umdrehungen, bist du dann schon mit 180 im fünften Gang gefahren. Und hast da vorne so einen Achtzylinder. So einen ja, 4,7 Liter V8 mit 442 DCNF Doppelvergaser. Das ist Musik. Hier sind wir jetzt in einer kleinen Garagehalle. Wo wir exklusiv für ein paar verrückte Kunden Autos aufbauen, die wo ganz extrem werden. Das ist ein 500er Fiat D mit den falschen Türen. Selbstmörder-Türen. Selbstmörder-Türen. Die sind doch nicht falsch. Großes Faltdach, was bis hinten runter geht. Und hier wird ein Auto gebaut, nicht weil es einen Wert hat, sondern weil es sich ein Verrückter sich was wünscht. Wirklich was wünscht. Es kommt das edelste Leder rein, alles in Handarbeit. Jedes Teil, was an dem Auto gemacht wird, wird entweder komplett überholt oder überarbeitet, beziehungsweise was wir original noch finden, wird hier reingebaut. Also wirklich nur das Beste vom Besten. Aber man muss es lieben, so ein Auto. Wie gesagt, auch der Kabelbaum, alles frisch. Und da darfst du ja nicht vergessen, so ein Auto hat original 18 PS. Ja. Also jede Gehhilfe ist schneller. Ja. Obwohl hier schon der 650er Serienmotor mit 23 PS kommt. Also wir haben die große Leistungssteigerung. Dann gehen wir in die Fertigungshalle. Dann hast du hier ganz normal für Einzelfertigung konventionelle Maschinen. Mal schnell irgendwie einen Vergaserfuß bladen, mal schnell eine Büchse drehen. Ne? Selbst wenn wir Teile aufpolieren, machen wir mit der Drehmaschine. Dann wollen wir gescheit Power haben. Und hier sind wir dann in unserem Laserraum, wo wir unsere Dichtungen selbst fertigen. Wahnsinn. Naja, wir haben dafür drei verschiedene Materialien. Das schwarze ist unser High-End-Material, das geht bis 280 Grad. Was wir eigentlich nicht bräuchten, aber viele wollen auf Nummer sicher gehen. Und die weißen Materialien, zwei verschiedene Dinge, 08 und 1,2, geht standfest auf 120 Grad. Ist auch noch vollkommen ausreichend. Hier sehen wir dann noch unsere Sandstrahlkabine, ganz normal, das ist ja nichts Weltbewegendes, wo wir dann unsere Vergaser aus so einem schlechten, vorgereinigten Zustand, das wird jetzt eine Dino-Anlage wieder, ne? Wird ein schlechter Zustand, wo wir dann, das ist jetzt ein 1600er Oscar mit einem Maserati-Motor, ein seltener Fiat, wo wir dann natürlich strahlen und alles wieder nach einer guten Optik machen. Wird jetzt das ganze Regal der Wagen gemacht und dann kommt er vor zu mir. Dann wird er nochmal gewaschen. Wir haben auch ein spezielles Verfahren, das gibt es auch bloß bei uns. Man muss sich vorstellen, das ist vom Prinzip wie eine Dampfstrahlmaschine. Haben wir in einer Kabine drin und da schießen wir alle Kanäle mit 30 Bar Wasserdruck aus. Okay. So kriegen wir jeden Sand raus. Und das ist ein Riesenvorteil bei uns. Das ist eine selbstbaute Maschine, die gibt es nirgendwo. Ja, cool. Und hier, das ist dann quasi deine kleine CNC-Maschine? Genau, kleine Vierachsmaschine, wo wir wie vorhin den Isolator machen. Ja. Das war alles, was es nicht mehr so gibt, auch so Düsenstöcke, Düsen und so. Ist da auch schon die Nachfrage da, dass du nachproduzieren musst? Oder gibt's da, hast du noch genug Original? Also da haben wir noch meistens noch Original, was man. Wenn es wirklich was nicht gibt, dann drehen wir schon was fertig und dann hier im Endeffekt die Bohrung erschießen. Wie sieht das aus mit Schwimmernadelventilen und so? Das sind wir gut bestückt. Da haben wir auch eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, in einer Wahnsinnsqualität. Die kommen direkt noch aus Italien. Die hat früher schon für Weber gearbeitet. Die Firma gibt es noch und die machen nur Nadelventile. Mega. Das ist eine traumhafte Qualität. Wird es mal laufen lassen, das kühle Schönstück. Schauen wir mal, ob der aus dem Winterschlaf langsam kommt. Sollte funktionieren. Richtig.
So muss ich das leidenschaftlich anhören. Ja. Einfach nur Spaß. Und ja, Motorsound. Ja, das stimmt. Kein Turbopfeifen. Psch, psch, psch. Ja, das ist aber auch nicht schlecht gewesen. Ja, mittlerweile sind die top, teilweise weiß ich das selber. So ein Saugerklang, das ist schon, das kann schon was auf jeden Fall. Ist halt anders wie so ein Tesla. Anders, ja. Ein bisschen. Minimal, ja. Mehr analog. Ja gut, aber halt wie gesagt, wenn du natürlich Nerd bist und so unterm Strich kennst, hat er alle seine Daseinsberechtigung, muss man ja auch zugeben. Ist ja alles selbst amerikanische Autos? Ja, man akzeptiert es. Echt? Das weiß ich echt noch zu schätzen an dir, aber du bist so ein weltoffener Mensch, ganz anders wie ich. Autoverrückter Italiener kann ich mir nicht mit einem Elektroauto so richtig vorstellen. Gut, die Dinger mögen eine Beschleunigung haben, dass die Zähne rausfliegen oder was, das mag ja sein, aber allein schon die Optik von so einem Geschwür, da kann ich mir gar nicht den Finger tief genug in den Hals strecken. Es ist aber allgemein, sehe ich immer so, die Autobranche hat ihre DNA, ihre Emotionen verloren. Ja, Moment, sonst ja. Ist man doch irgendwo hin, weil das Auto sich nach was anhört, beziehungsweise die Form hat mir gefallen. Ja, Heutzutage schaut ja bald alles gleich. Ja, guck doch nochmal, wie wir früher kleine Fans waren, also Kinder waren. Ne? Da haben wir an der Bushaltestelle, wenn wir auf den Bus gewartet haben, haben wir Autoraten gemacht. Und da hast du da schon vor 100, na nicht 100, aber vor 30 Meter gesehen, da kommt jetzt ein VW. Weil ein VW aussah wie ein VW. Ganz ein Opel sah aus wie ein Opel, ein Ford wie ein Ford, ein Mercedes wie ein Mercedes. Das war dann unsere Tür, jetzt mal das Fränkische. Man hat es kaum rausgehört. Vorher waren wir ja im tiefen Sachsen beim Timo in Chemnitz. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Lass dich mal überraschen. Wiesenharmonie. Ja, mach dies. Dann gucken wir an. Sportlich. Roberto! Hier so einen fetten Ring und dann so, ciao, Don Roberto! Und dann so ein bisschen was zur Mafia-Musik.